Fertig mit Tattoos, die fad- und seelenlos sind. Das ist der Slogan von Guy, Tätowierer und vor allem Künstler. Wir sind einen Tag bei ihm zu Besuch. Es ist um 9 Uhr morgens. Der Moment, für den Bieler in seinem Atelier zu besuchen. In einer Welt, die vielleicht nicht für sensible Leute ist. Wir haben euch vorgewarnt. Diesen Morgen wollt ihr noch eine Kohlezeichnung machen. Die Technik mache ich schon seit ein paar Jahren. Ich habe die Kohle sehr, sehr gern. Sie gibt der Zeichnung eine unglaubliche Tiefe, richtig schwarze Farbe, die Tiefe gibt und gleich eine grobe Körnung hat. Ich mache meistens Totenköpfe. Das ist mein Lieblingssujet. Ein Grain sehr grossier. Là, je travaille surtout sur des crânes, qui est un de mes dada. Warum der Totenkopf? Alors, oui. Alors le crâne pour moi, c'est der Totenkopf ist sehr wichtig für mich. Es ist wirklich das Memento Mori. Also er erinnert uns daran, dass wir mal müssen sterben und nur für einen Moment hier sein und darum von diesem Moment müssen profitieren und nicht auf morgen verschieben, was wir machen können. Ich meine das nicht negativ, aber man muss sich sagen, dass alles in jedem Moment fertig sein kann. Es tut mir gut, mich daran zu besinnen, dass ich nur für einen Moment da bin. Dann fokussiert man sich dann wirklich aufs Leben. An n'importe quel moment. C'est quelque chose qui me fait du bien de me souvenir que je suis là qu'un moment. Ça donne toute son importance à la vie. Das ist das Resultat. Petite dernière étape. Das ist der letzte Schritt, den ich bei meinen Zeichnungen mache. Mit einem speziellen Mittel. Ich sage nicht, was es ist. Totenköpfe zu zeichnen. Das ist Routine für ihn geworden. Presque un peu obsédé, monsieur, mais. Voilà. Fast ein bisschen besessen, der Herr. Hey, ja, aber das ist ein super interessantes Objekt. Es hat viel Tiefe und Struktur. Ich habe die Knochenstruktur gern. Das Poröse, das kann man mit der Kohle gut rausbringen. Das finde ich sehr spannend. Es ist eben auch die Seite, die ich interessant finde. Mit dem Charbon, que je trouve très intéressant. Die Tattoos bleiben das Leben lang auf der Haut von seinen Kunden und Kundinnen. Warum wollte er ein Tätowierer werden? Ich glaube, j'ai été fasciné depuis longtemps par le tatouage. Ich glaube, ich bin schon seit langem fasziniert vom Tätowieren. Ich kann mich an ein Bild erinnern, als ich sehr jung war. Von einem alten Mann am Strand mit alten Tattoos. Alte Tattoos, wirklich nicht mehr schön, verbraucht. Auf dieser alten Haut eben. Aber es hat mich fasziniert. Heute ging noch. Ein Tattoo, das eine Geschichte erzählt. Blöd gesagt, der alte, verbleichte Anker auf dem Arm berührt mich. Stupidement dit, la vieille Anker sur le bras, qui est toute bavée, qui est plus belle. Moi, je la trouve touchante. Diesen Nachmittag zeichnet er Guy nicht mehr auf dem Papier, aber auf der Haut. Zuerst gibt es noch eine kleine Pause. Bei all diesen Farbstrichen bekommt man Hunger. Nach der kurzen Pause geht es zurück ins Atelier. Derweil hat sich seine Frau eingerichtet. Mit ihr teilt er das Atelier. Sie ist auch Künstlerin. Die beiden inspirieren einander seit 25 Jahren. Die Frau schätzt den Charakterzug an ihrem Mann besonders. Er hat eine sehr tiefgründige, sensible Persönlichkeit. Er kann extrem gut zuhören und er ist kreativ. Also in einem Wort gesagt, ein kreativer Mensch. Er kann aus nichts etwas basteln. Das ist eben das. Auch beim Tattoo hat er die Sensibilität, von den Leuten die Worte zu hören, die sie gar nicht sagen. D'entendre les mots que les gens ne disent pas. Heute ist der Kunde nicht besonders kompliziert. Der Guy hat die Tätowierung parat gemacht. Aujourd'hui, j'ai un client qui a choisi. Heute habe ich einen Kunden, der eine Zeichnung herausgelesen hat, die ich vorgeschlagen habe. Es kommt ziemlich viel vor, dass die Leute mir praktisch frei handeln. Ils me laissent pratiquement carte blanche. Putzen und desinfizieren. Das ist wichtig für einen Tätowierer. Ein paar Minuten später ist der Kunde da.
Jetzt geht es darum, zu wissen, wo er das Tattoo will. Wir tun es gleich hier oben her, wo du am Anfang hast gedacht. Dann bleibt hier Platz, wo man noch etwas machen kann. Das musst aber du sagen, was dir lieber ist. Das ist eine gute Idee, die zweite Version. Also, wir machen uns bereit für das Tattoo. Wir rasieren. Ist das nicht ein Stress, sich zu tätowieren? Manchmal schon ein bisschen, aber dann geht's. Es ist mein zweites Tattoo. Wieso gefällt dir der Stil? Ist jetzt die künstlerische Seite, die Grafik, wie die Bilder hinter mir. Nach dem Rasieren positioniert der Guy die Zeichnung minutiös. Ein letzter Blick in den Spiegel und es geht los. Er braucht 5 Nadeln und verschiedene Farbtinten. Für Guy ist das Tätowieren nicht einfach eine Mode. Das Tattoo hat auch sehr eine ästhetische Seite. Aber für mich bleibt das Tattoo Emotion. Ein Mittel, um eine Idee oder eine Sensation zu transportieren. Das ist für mich Tattoo. Es ist nicht einfach eine Sache von, Mode oder Ästhetik. Also es muss schon ästhetisch sein. Schon klar, aber eben nicht nur. Nach 2 Stunden Geduld und Durchhalten für einen Gaëtan und Konzentration für einen Guy geht es noch um einen Feinschliff. Ich nehme ganz wenig Weiss ins Tattoo. Das gibt den kleinen Details einen Glanz, wo sie mehr zur Geltung kommen. Der Gaëtan kann endlich das Resultat bewundern. Aber gefällt es ihm? Super, wirklich. Bevor der Gaëtan weggeht, will der Guy noch etwas Letztes machen. Nämlich ein Foto für das Posten auf den sozialen Medien. Er ist dort sehr aktiv. Jetzt kommt das Veröffentlichen. Die Leute, die es interessiert, können das auf Instagram schauen. Ja, ich bin ein Schauspieler. Telefon. Auf seinem Instagram-Account hat das Video, das seine Tattoos zeigen. Aber auch seine Welt als Künstler. Kreativ und mit viel Humor. Sein Arbeitstag ist fertig. Der Guy will jetzt mit etwas Sport den Kopf leeren. Es ist wichtig, dass man etwas anderes macht. Abwechseln zwischen mentalem Druck und körperlichem. Hier macht man wirklich etwas, das der Leib braucht und so den Kopf frei macht. Am Schluss von meinem Tag bin ich zufrieden und dankbar. Dankbar für den Tag, den ich erlebt habe.